Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge den Minecraft. ja, hallo, ich bin's, dieser komische Typ, der aktuell noch in der Schweiz wohnt. Naja. Leute, was soll man sagen, du? Was soll man sagen? Ich nehme heute auf in dieser neuen Aufnahmesession am 27.01. Ja. Und, okay, ich glaube, da oben ist gerade Party. Und ich muss sagen und gestehen, ich tue das, weil ich es muss, ne? Wir brauchen Folgen. Sonst habt ihr bald keine mehr. Also, hattet keine mehr, weil, ne, ich... Naja, ihr wisst ja, diese Zeitverschiebung quasi, weil Aufnahme, bis es dann rauskommt, pipapo. Auf jeden Fall, ja, müssen wir heute ein bisschen aufnehmen. Es wird wahrscheinlich keine lange Session, weil der gute Martin wahrscheinlich wieder streamen wird und weil ich noch ein paar Dinge abzuklären habe und noch auf E-Mails warte. Und. Nee. Das ist halt so ein Ding, nee. Überlege gerade. Wir brauchen hier eigentlich irgendwie einen Pool, ne? Aber die Frage ist, wie lange machen wir den überhaupt? Eigentlich könnte man den ja bis hier machen, ne? Ich wollte gerade sagen, was war das? Das wäre eigentlich eine Option. Aber hier würde ich es vielleicht gerne noch unterteilen und dann so einen kleinen Whirlpool noch machen oder so. Ja, irgendwie sowas. Mal gucken, ne? Mal gucken. Also wir sagen, dass wir vielleicht hier so, diese Abtrennung machen. Nee, ich komme nicht mehr raus. Hilfe! So, das würde bedeuten, wir würden dann rein Wasser, ne? Obwohl, hier würden wir ja dann eine Mauer machen, glaube ich. Haben wir eigentlich noch Granit? Granit-Chaka? Haben wir das? Irgendwo hatten wir doch, oder? Hier. Polierter Granit. So. Ich bin heute, also ich weiß nicht, ich versuche es mir nicht anmerken zu lassen. Ich wollte eigentlich gestern schon aufnehmen, ja. Aber gestern ist was passiert, was mich ziemlich verärgert hat. Und das hat sich heute leider noch nicht so wirklich gebessert. Ich werde auch gleich erzählen, was, wie, wo, ja. Nur mit der Ruhe. Und zwar haben wir, oder kam gestern, oder hätte gestern kommen sollen, eine Bestellung, die ich gemacht habe. Und zwar habe ich mir Kaffee bestellt. Ja, ihr wisst, Kaffee ist mein Lebenselixier. Manchmal. Öfters. Meistens. Und, ja, was soll ich sagen? Ich habe mir Kaffee bestellt, weil ich hatte jetzt längere Zeit nicht meinen Kaffee, sondern so ein Instant-Pulver-Gedönse. Einfach aus Kostengründen, weil ich ein bisschen sparen musste, ne, wegen Rechner und bla und pi und po. Dann kam ja noch dazu, dass die Deutschlandreise auch etwas anders geworden ist oder beziehungsweise noch ein bisschen teurer geworden ist als ursprünglich geplant, weil ja dann Zugausfälle und ich dann länger da geblieben bin, was der einzige positive Aspekt davon war. Luft. Und, ja.
Jetzt habe ich mir halt Kaffee bestellt, weil ich dachte so, ja, ich brauche jetzt endlich mal wieder meinen richtigen Kaffee, weil Kaffee, wie gesagt, ist wichtig. So. Ja. Habe ich gemacht. Habe ich bestellt. Hätte gestern ankommen sollen, was es theoretisch auch getan hätte. Es hat geklingelt. Ich bin direkt... Also wirklich, ich bin sehr schnell runter, ja? Also wirklich. Und ja, hab dann den Bus, den die da fahren, noch wegfahren sehen. Das war schön. So drei, haben wir hier schon drei? Wir haben schon drei. Auf jeden Fall... Eine sehr angenehme Sache, die mich sehr verärgert hat. Aber das ist, war ja noch nicht mal alles, ne? Also, der ist halt, also ich bin runter und da bin ich schon an der Hauptstraße wegfahren sehen und da dachte mir so, ja gut, okay, man kann auch nur klingeln und direkt gehen, so, weißt du? Weil anders kann ich mir das nicht, also anders wäre das nicht möglich gewesen. So. Auf jeden Fall bin ich dann, zum Briefkasten, weil ich dachte, ja gut, dann wird er ja diesen Zettel reingeschmissen haben und dann muss ich ja gucken, wann die das nächste Mal bringen oder, ne? Weil generell habe ich sowieso hier überall bei jedem Anbieter gesagt, so, yo, wenn was für mich kommt, dann müsst ihr das nicht, also wenn ihr da Unterschrift braucht, dann lasst da. Ist kein Ding. So, wisst ihr? Ich habe da überall das Okay gegeben. Aber das scheint nicht alle zu jucken. Anscheinend. Naja. Auf jeden Fall habe ich dann gestern, war ich halt pisst. Das hat mich halt echt verärgert so. Weil ihr müsst denken, bei mir ist es momentan allgemein ziemlich viel, was im Kopf rumschwirrt, weil, naja, da ist viel zu organisieren und zu gucken, wie man das irgendwie geregelt kriegt und bla. Und ja, da sind solche Dinge halt nicht unbedingt so leicht abzuhaken. Nein! Ich will hier nicht noch weiter runter. Verdammte Kacke. Was ist denn das hier? Ich will hier wieder hoch. Wo ist mein... Hier bin ich, ne? Habe ich da schon gebuddelt anscheinend? Ja, auf jeden Fall. Ja, alles ein bisschen doof. Ne? Alles ein bisschen doof. Und, dachte ich mir dann gestern so, okay, weißt du was, nimmst du besser morgen auf, dann hast du vielleicht wieder eine bessere Stimmung, weil das hat mich halt den ganzen Tag irgendwie, hat es mich dann so ein bisschen abgefuckt. Und dachte mir so, jo, gehst du halt morgen, also heute, kurz einkaufen, holst dir halt deinen Kaffee erstmal da noch und dann passt das schon. Jetzt war ich heute in dem Laden. Hab da meine Kapseln gesucht, wo sie eigentlich immer waren. Und dreimal darfst du raten, was passiert ist. Natürlich waren genau meine nicht verfügbar. Dann habe ich mir gedacht, okay, es gibt noch eine Alternative. Es gibt noch einen Milchkaffee, den ich früher immer getrunken habe. Nehme ich halt den. Was ist mit dem? Den gibt's auch nicht. Also ihr seht, mein Glück hält gerade ziemlich an. Es ist wunderbar. Also, ich wirklich nice to have. Ich lache, aber in Wirklichkeit weine ich. Es ist einfach, es ist so traurig, echt. Jetzt habe ich mir halt eine Alternative besorgt. Es ist kein Kaffee. Ich habe mir jetzt einfach mal Nesquik geholt, ja, die Kapseln dafür.
Einfach weil es im Vergleich zu anderen Dingen, die man für diese Maschine kriegt, halt dieselbe Anzahl an Tassen gibt, so. Weißt du, bei Cappuccino oder Latte Macchiato oder sowas kriegst du ja immer, kriegst du ja immer quasi die Hälfte an Tassen raus aus so einer Dingens, weil man ja immer zwei Kapseln braucht. Deswegen habe ich mir jetzt Nesquik geholt, da brauchst du eine Kapsel und gut ist so, dann kriege ich am meisten raus. Theoretisch. So, aber jetzt genug gelabert. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das hier machen. Eigentlich wäre halt cool, wenn der Pool auch irgendwie eine Beleuchtung hätte. Schnauze. Ich will mal was gucken. Ich will mal gucken, ob unsere Maschine da unten eigentlich jetzt schon ein bisschen was rausgehauen hat. Ich habe gerade einen Enderman gehört. Ja, ich höre einen Enderman. Ich weiß nicht wo, aber ich höre ihn. Runter! Hä? Funktioniert das noch? Warum werden wir nicht runtergezogen? Hä? Hoch geht! Warum geht runter nicht mehr? Oh oh, ich wollte nicht ganz runter. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Warum geht das nicht mehr? Hä? Was hier passiert? Bin verwirrt. Komische Dinge passieren hier. Geht das nicht ins nächste rein? Es geht nicht ins nächste rein. Warum nicht? Das ist doof. Das ist doof. Das ist doof. Okay, da werden wir noch mal gucken müssen. Keine Ahnung, warum das so ist. Naja. Müssen wir mal gucken. Aber warum geht das runter hier nicht mehr? Ein Update kann es ja nicht sein, weil wir haben nicht geupdatet. Was triggert mich immer so, wenn ich irgendwo einen Enderman höre, ne? Okay, Achso, wir haben Nacht. Der ist wahrscheinlich oben. So. Ja, und jetzt wegen der Aufnahme. Ich werde jetzt erstmal gucken, dass ich, erstmal ein bisschen hier aufnehme. Nachher, ich glaube, gegen 22:30 oder irgendwie sowas. Oder halb, nee, warte. 23:30 oder so, glaube ich. Fängt dann Martin an zu streamen und da gucke ich halt immer ein bisschen, weil ich da auch Moderator bin. Oder Moderator. Wäre, glaube ich, die bessere Betonung. Und, ja. Okay, ich glaube, wir machen hier auch noch Mauer rein. Würde sich, glaube ich, allgemein anbieten, dass wir das hier anpassen.
Obwohl, eigentlich müssten wir auch ein bisschen dekomäßig was einpflanzen. So, ich muss mal gleich kurz gucken. Ich habe eine E-Mail bekommen. Und das muss ich ein bisschen im Auge behalten. Wahrscheinlich wird es mich gleich vom Hocker hauen. Uiuiuiuiuiuiuiui, das ist eine Hausnummer. Na, muss ich mal gucken. Hätte vielleicht nach der Aufnahme gucken sollen. So, hier kommt dann Wasser. Okay. Oh, ich sehe gerade noch ein Problem oder habe gerade noch ein Problem gesehen. Wir machen hier natürlich diese Dingens hier auch Matsche damit, wenn wir hier eine Mauer ziehen. Das heißt, wir müssten sie eigentlich noch nach hinten ziehen. Sonst ist das ein bisschen cocky. Also ich sag mal so, ne, warum ich jetzt gerade so ein bisschen bin. Meine Glückssträhne geht halt weiter. ich habe halt bei einem Unternehmen mal nachgefragt, so bezüglich Kosten und bla. Wenn ich muss ja irgendwie gucken, dass die Wohnung dann hier geräumt wird, wenn ich umziehe und so. Und dass alles wegkommt und geputzt wird und so, weil das wird ja dann auch ein bisschen schwierig, wenn ich nach Deutschland ziehe, weil fürs Putzen muss die Wohnung leer sein und so weiter. Das ist die haben jetzt halt einen Kostenvoranschlag gemacht, ne, nachdem ich den Bildern geschickt habe und pipapo und es ist eine Hausnummer. Also entweder muss ich da gucken, wie ich das anders mache, oder irgendwie eine Bank überfallen oder so. Aber ich will euch damit gar nicht irgendwie jetzt hier belasten oder so, aber das ist halt das, was gerade Sache ist. Und deswegen bin ich gerade so ein bisschen... Deswegen habe ich auch gesagt, ist vielleicht nicht so gut dabei, noch aufzunehmen. Weil sowas drückt halt natürlich auch die Stimmung, ne? Naja, muss man gucken, wie das irgendwie funktionieren soll am Ende. Weil das Problem ist halt auch, je mehr ich da rumgucken muss oder so, umso eher, also umso länger dauert es, bis ich dann wirklich die Kündigung machen kann. Weil ich dann sagen kann, okay, jetzt ist alles so geregelt, dass es dann funktionieren wird. Naja, es ist ein bisschen kacke alles.